Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck die Nordex-Aktie. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und stellt keine Handelsempfehlung dar. Legen wir los mit dem 6-Punkte-Check zu Nordex und das erste Kriterium. Hat die Aktie eine Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden Euro und kommt aus den USA oder Europa? Nordex kommt aus Deutschland und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 1,3 Milliarden Euro. Also damit gibt das einen halben Punkt, weil die Marktkapitalisierung unter 10 Milliarden Euro liegt. Das zweite Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Und Nordex hat bisher noch keine Dividende gezahlt seit Börsengang und es gibt damit 0 Punkte. Das dritte Kriterium: Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit Beginn des letzten großen Börsencrashs? Nordex hat in der Finanzkrise ca. 80% an Wert verloren und damit schon ziemlich viel und das gibt damit einen Minuspunkt. Und das schauen wir uns auch noch kurz im Chart an. Hier auf Vista, hier die Kursperformance seit Beginn der Finanzkrise circa bis aktuell. Und hier links der Kursrückschlag in der Finanzkrise und der Betrug hier. Wie gesagt, circa 80%. Dann zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Nordex hat in den letzten 10 Jahren ca. 34% zugelegt und das gibt 0 Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Und der Gewinn pro Aktie soll steigen von 2020 auf 2021 laut der aktuellen Analystenschätzung zumindest und zwar von 27 Cent auf 57 Cent je Aktie. Und hier kann Nordex mal punkten und zwar ein voller Punkt hier. Und damit kommen wir zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Nordex hat aktuell ein KGV von ca. 43 und damit deutlich über 30. Und hier muss ich auch wieder leider 0 Punkte vergeben. Und damit können wir auch zum Gesamtergebnis kommen. Und hier holt Nordex einen halben Punkt von 6 möglichen Punkten. Also kein berauschendes Ergebnis und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie zwischen der schlechtesten und zweitschlechtesten Stufe. Dann zum Abschluss noch der Hinweis, mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 6 Kriterien und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann bis zum nächsten Video, macht's gut.